Ich habe was Schönes gesehen. Also was heißt, ich habe was Schönes gesehen. An sich ist es natürlich mal wieder ein Trauerspiel für die Deutschrap-Medienlandschaft. 16 Bars hat einen Artikel über das neue San Diego-Album veröffentlicht, wo unter anderem versucht wurde, ja, die wirklich auch hieroglyphischen Diss-Zeilen von San Diego auf seinem neuen Album Yellow Bar Mitzwa zu entschlüsseln, ja, zu entmystifizieren. Und zwar in bester Sufjan-Manier, kann man schon fast sagen, ja. Denn hier steht unter anderem, doch auch gegen andere Artists teilt er aus. Sado hier, Sado da, Libanesen Clan Connect, einen Großfamiliennamen in Songs, doch niemals in einem Strafprozess. So San Diego über Babassat. Das ist uns leider entfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schande über mein Haupt. Ihr wisst, ich bin schon ein paar Jahre im Game, habe eigentlich auch gedacht, dass ich mich so mit San Diegos Musik ein bisschen auskenne, dann auch solche Sachen halt deuten könnte. Ja. Aber nun gut, dieser mystische Diss hier ist mir auf jeden Fall entfallen. Seiner Aussage nach würde Bushidos Signing nicht zu den Strafprozessen erscheinen. Du Fanboy! Das ist richtig geil, Alter. Das ist richtig geil, Alter. Ja, da hat er hier kräftig ausgeteilt, ne, gegen andere Artists der San Diego. Digga, das kannst du keinem anbieten, ne? Der Artikel ist übrigens, also ich habe den so nicht mehr gefunden. Ich glaube, der wurde abgeändert, weil dann halt doch auch auf Twitter einige Leute 16 Bars da auch markiert haben. Ne? Ich wurde auch auf Twitter darauf aufmerksam gemacht, hier auf dieses kleine Fauxpas. Also ich will nicht immer so gegen die ganzen etablierten, alteingesessenen Rap-Medien wettern, ja. Aber Bro, das kannst du doch keinem anbieten. Das ist 16 Bars, Digga. Das ist 16 Bars und die schreiben so eine Scheiße, nicken das ab und packen das so online, Digga. Und wir reden hier nicht von irgendeinem Untergrund-Doof-Johannes Nachwuchs-Rapper, ja, wo man jetzt sagen könnte, okay, kann man falsch deuten, sondern von einem San Diego. Sado, Libanesen, Clan Connect ist ja auch der einzige Song, wo so etwas jemals von San Diego erwähnt wurde. Ne? Deswegen kann es sich hier nur um Babassat handeln, meine Freunde. Ja, ist scheiße, echt. Ist echt scheiße, ist peinlich und es ist natürlich auch eine Katastrophe. Und da braucht man Fanboy! sich auch als 16 Bars oder Backspin oder hiphop.de auch nicht wundern, dass sich immer mehr Leute davon Du abwenden. Fanboy! Weil man merkt halt einfach, dass hier keine Leute am Werk sind, die Deutschrap wirklich aktiv verfolgen, geil finden. Oder das Ganze auch passioniert mit als Akteur betreiben wollen. Ja, ist schade. Ist echt schade, weil ich muss sagen, 16 Bars war für mich mal echt eine gute Plattform. Dann habe ich noch was Schönes gesehen. Und zwar, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir mal auf Instagram schwenken. Dieses wunderschöne Foto. Alter, Kapi, Kolle und der Banger. Nicht schlecht, nicht schlecht, ja. Nicht schlecht, sehr, sehr wilde Mixtur. Ich hoffe nicht, dass, wenn da etwas musikalisch bei rumkommt, dass es da wieder in die Richtung DJ Arrow Kollega geht, ja. Dass da wir ja nicht hier Gigolo 2 oder Für die Fam 2 bekommen oder sowas. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn es da musikalisch etwas gibt, wird das eine spannende Nummer. Das kann in alle Richtungen gehen. Das kann in alle Richtungen gehen. Und jetzt, als ob das nicht schon krass genug wäre, natürlich erstmal ein Like hier da lassen, was ist denn hier los, ja? Dann bin ich so respektlos, Marvin Texas. Als ob das nicht schon genug wäre, waren anscheinend auch Sunny dabei und Yuri. Guck dir das an, Alter. Ja. Sunny und Kapi? Steig ein, trifft auf Tony Montana. Digga, das wäre was, ja? Das wäre richtig geil, Digga. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht vielseitig in Zukunft Musik auf uns zukommen könnte. Aber man weiß das alles nicht. Dann habe ich noch was für euch. Digga, ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben. The Game, Hip-Hop-Legende, wir kennen ihn alle, ja. Kürzlich auch wieder in Erscheinung getreten durch Ansagen gegen unter anderem Eminem, dass er dann Diss-Track machen möchte. Und der junge Mann hat ja auch unter anderem erst diverse Features im Deutschrap gemacht mit Say It, Echo Fresh, Zilla für ein paar, ja. Paar Tauis, ne? Hat er da seine Features verscherbelt, meine Freunde. Man hat also schon gemerkt, auf jeden Fall ist da irgendwas geldmäßig im Argen bei The Game, ja. Und jetzt bewirbt dieser junge Mann auch noch eine dubiose Internetseite
mit der du dir Streams auf Spotify kaufen kannst. Hey yo, I'm coming to y'all real, I'm being real, this is raw, this is rugged, you know it ain't no cap in my rap. Ja, 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 wenn The Game was sagt, das ist real, meine Freunde, ja. Passt auf, Alter, ich war echt geschockt, Alter. You know who I am, I'm The Game, for those of you who might not know, but look, check this out. Playlist Booker is literally the best thing I've done for my artist brand. Ja, also es geht halt um Playlist Booker, wir haben uns ja hier schon öfters über diese Playlisten unterhalten, ja. Es geht natürlich darum, dass es viele Playlisten gibt mit vielen Followern und wenn du in diese Playlists reinkommst, generierst du automatisch Streams und durch Streams natürlich auch automatisch Geld. Und was so Seiten wie Playlist Booker machen, ist halt, die haben halt hochgebottete Playlisten, wo viele Follower mit am Start sind. Da gibt es dann diese Streaming-Farmen, von denen ich euch schon mal erzählt habe, wo diese Playlisten dann hoch und runter gespielt werden und somit künstlich Streams generiert werden. Dann kann man sich in diese Playlisten einkaufen, über unter anderem solche Seiten. Und das klingt natürlich erstmal interessant für Nachwuchsrapper oder Nachwuchsmusiker ohne Reichweite, ist aber natürlich ein absolutes Pyramidensystem, ein absolutes Scam des Todes. Und es ist einfach sehr, sehr krass, dass ein The Game das hier aktiv bewirbt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich habe natürlich schon den ein oder anderen Einblick in Fake-Streaming-Zahlen bekommen, hinter den Kulissen, aber dass jemand in die Öffentlichkeit tritt und das öffentlich auch bewirbt, ist einfach dicker, ja. Wie am Ende kann The Game sein, dass der sowas nötig hat, Digga? All the music streams I've gotten, there's no bots, real people, they deliver results ASAP. It's really, 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 you know what I'm saying? Like, they on point, man. It's really, really, really. Ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich. Na, was denn jetzt hier, ne? Ja, The Game ist Game Over, Alter. Nicht mehr The Game, ja. Nenn dich um in Game Over, Digga. Wahnsinn. Really helped me so much, like recently. Ja, ja, es hat ihm wirklich sehr, sehr geholfen, recently, ne? Fuck, Alter. You know, I'll be messing with the independent artists and doing my things. And yeah, the price is good, man, so lock in. Ja, der Preis ist natürlich super, ne? Man kann sich da sozusagen in Streaming Playlisten einkaufen. Logischerweise ist da auch, ja, klingt natürlich gut, ne? So nicht von wegen, ey, cool, wenn du qualitativ überzeugst, wie zum Beispiel bei unserer Playlist, dann verdienst du dir einen Platz in der Playlist. Nein, das ist einfach alles eine Frage des Geldes, ja. Ja, it's simple, select desired campaign, reach up to 1 million monthly follower reach, enter song link, bla bla bla, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. And you're off to the races, one step closer to achieving your dreams as a music artist. Ja, ja, klar, ne? Dann bist du natürlich ein Superstar, wenn du dich mal in so eine gebottete Playlist hier reinkaufst. Es ist der Wahnsinn, Alter, ja. Auch natürlich hier, auch die Kommentare nicht gelöscht, interessanterweise, ja. This is all cap, down bad, ja, er ist wirklich mega down, Alter. The homie is done at this point. First he was scamming up and coming rappers, then he was too thirsty for thoughts, now this. It's sad when people care more about the manager than the artist. It's sad to see him going out like this. Ja, safe. Ja, ist wirklich schade, ne? Weil, wie gesagt, The Documentary für mich eines der besten US-Rap-Alben aller Zeiten, Alter. Playlist Booker, man, I'm telling you. You ain't gonna regret it. Fuck. Traurig. Traurig, ja? Traurig, Digga. This is how we do. Ja. Also, Leute, nochmal an alle Deutschrapper, die hier vielleicht nach Reichweite sich sehnen oder vielleicht gehört werden wollen. Nichts dergleichen wird euch jemals Erfolg bringen, ja. Lasst bloß die Finger davon, Alter. Lasst bloß die Finger davon, Alter.